Kurz vor Ferienbeginn kamen die Schüler der Ecolea Internationalen Schule Schwerin in den Genuss einer sogenannten Kompaktwoche zu verschiedenen Themen. Bei den Fünftklässlern stand das Thema Gesundheit im Fokus. An zwei Tagen waren angehende Diätassistentinnen von der Ecolea beruflichen Schule in Lankow zu Gast bei den jüngsten Klassen des Gymnasiums. In zwei Gruppen aufgeteilt, wurde spielerisch über die Gefahren von falscher Ernährung informiert. Bei uns in der Gruppe geht es um Brot mal anders, also sozusagen um die Brotdosen zu füllen, um zu schauen, wie kann man gesund die Brotdosen füllen. Vielleicht auch nochmal Alternativen aufzuzeigen, dass die Schüler nicht nur Süßigkeiten einpacken oder nicht nur irgendwie viel Zucker mit drin haben, sondern auch, dass wir schauen, viel Gemüse, viel Obst mit drin zu haben, fünf am Tag zu decken. Bei uns geht es um Zucker und da machen wir mit den Kindern ein bisschen Spiele und versuchen denen halt irgendwie es rüberzubringen, dass es nicht immer darauf ankommt, mit Zucker zu belohnen, geben auch den Eltern Infomaterial mit, um irgendwie anders Kinder zu belohnen. Praktische Erfahrungen machten die fünften Klassen in der Lankower Lehrküche. Putenspieße mit Rosmarinkartoffeln, dazu frischer Salat, ein Mangolassi und Quarkkuchen. Dieses komplette Menü zauberten und verputzten die Fünftklässler selbst. Im Mittelpunkt stand der Umgang mit frischen Produkten und Hygiene bei der Essenszubereitung.